Hallo, hier ist wieder Epps, euer rasender Reporter. Normal werden ja mir immer die Fragen gestellt, aber heute drehe ich den Spieß mal um und werden mal in den Ü-Wagen gehen und werden mal schauen, was da so los ist. So, jetzt guckt euch mal das an. Vorspeise, gemischter Salat. In allen Farben, grün, gelb, rot, pink, Knöpfe noch und nöcher. Keiner weiß, wo was hingehört. Aber egal, es funktioniert und das ist das A und O für die ganzen Übertragungen. Jetzt gehen wir mal rum und gucken uns das alles mal an. Komm, ich bin rasender Reporter, kein stehender Reporter. Mahlzeit! So, ach, hier ist aber warm hier in der Sauna. Jetzt sind wir im sogenannten Übertragungswagen. Das Herzstück der Biathlon-Übertragung mit gefühlten 1000 Monitoren und Knöpfen und Kabeln und keine Ahnung, was für was ist. Aber der Herr Rosenbaum erklärt uns das jetzt mal alles. Hallo. Das ist der Chef des Ganzen, eingebettet in zwei hübsche Damen. Ja. Die sind dafür da, weil die da Multitask sind und den Rest erklärt uns der Chef. Also wir sind jetzt hier in der internationalen Regie. Hier laufen alle Signale zusammen, alle Bilder, alle Kameras, alle Zeitlupen, die Grafiksignale von Cividata und alles, was wir für die internationale Übertragung brauchen. Wir arbeiten hier mit 30 Kameras. Davon sind allein 8 beim Schießen, davon eine Super Slow Motion, die speziell tollen, noch langsameren Bilder macht. Es arbeiten insgesamt ca. 70 Leute im internationalen Bild, davon schon ja alleine die 30 Kameraleute und die komplette Technik. Hier in diesem Auto sitzt ganz links neben mir der technische Leiter, der bereitet für uns alles vor, bestückt alle Monitore, macht die ganze technische Vorarbeit, sodass hier alles schon fertig ist, wenn wir anfangen zu arbeiten. Direkt links neben mir sitzt die Senderedakteurin, die den Überblick darüber hat, wie lang die Sendungen sind, wann wir einsteigen, wann wir aussteigen, mit wem wir aktuell Interviews machen. Rechts neben mir sitzt die Bildmischerin, die dann aus den vielen verschiedenen Quellen auf ihrem Pult aussucht, was dann im Endeffekt der Zuschauer zu Hause sieht. In der Reihe hinter mir sitzen die EVS-Operateure, die sogenannten, das sind die Leute, die alles Lomos machen, alle Zeitlupen erstellen, die Reaktionen der Trainer, die Clips, die tollen Bilder raussuchen. Das sind alles Platten, auf denen 30 oder mehr Signale gleichzeitig aufgezeichnet werden, die jederzeit abrufbar sind. In dem Raum direkt hinter mir, hinter der Tür, sitzt der Toningenieur, der sehr, sehr wichtig ist für die Übertragung. Erstmal gehören ja die tollen Geräusche, das Atmen, das Knallen der Gewehre dazu, aber eben auch das Sprechen der Reporter, des Moderators und vor allem die Kommunikation all dieser 70 Leute untereinander, damit jeder weiß, was der andere gerade tut. Hier sind wir im sogenannten Bildkontrollraum. Alle Kamerasignale kommen erstmal hier an, werden hier gematcht, wie es in der Fachsprache heißt. Also es wird darauf geachtet, dass die Farben stimmen und die Helligkeit stimmt. Das wird alles auf diesem großen Pult hier geregelt und eingestellt, sodass die bei mir da drüben vernünftig anliegen. Und dieses Bedienpult ist das kleine für diese Spezialkameras, wo die Scheiben einzeln bewegt werden können, die dann am Ende den Trick ergeben mit dem Schützen und der Scheibe. Der Kollege muss sozusagen genau wissen, wer schießt von rechts, wer schießt von links, wer fängt in der Mitte an, sodass er die Scheiben auch in der richtigen Reihenfolge zeigt. So, dann toi 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 allen Beteiligten, wir sind gleich dran. Und ab und rüber. Boah, mit so viel Technik, da rauft mir der Kopf. Ich gehe lieber auf Skifahren, das macht mehr Spaß. Ciao!